So, Freunde, was geht? Battlefield 1, es gibt eine Menge News. In nächster Zeit wird einiges auf uns zukommen. Aber erstmal, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute einfach mal zuerst. Es wird sehr, sehr bald eine neue Map geben. Eine weitere neue Nachtmap. Neben Nivel Nights wird es auch die Map Preis de Tahur geben und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das komplett richtig ausgesprochen ist. Ja, das Ganze wird man auch, wie auch Nivel Nights, sehr, sehr bald im CDE anspielen können, wenn man das dort kann. Dann werden wir das natürlich instant tun und euch mit Gameplay davon versorgen. Jetzt zur schlechten Nachricht und die dreht sich um das nächste DLC, das Russland-DLC, denn da wird es noch ein kleines bisschen dauern. Es wurde jetzt geschrieben, dass das DLC am 10. Juni auf der EA Play 2017 vorgestellt wird. Erstmal nur vorgestellt wird, dass man einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommt. Und das DLC selbst soll dann erst im Spätsommer erscheinen. Das heißt, es dauert noch. Es dauert noch, bis das nächste DLC kommt. So viel dazu. Wie auch letzten Monat wird natürlich auch diesen Monat wieder ein Update kommen. Ein großes Battlefield 1 Update, wo sehr viel am Spiel geändert wird. Was das sein kann, beziehungsweise was das sein wird, ist zum Teil wieder bekannt durch das CDE. Da wird das ja erstmal alles getestet und da gab es heute einen großen Patch, wo schon so die ein oder andere Sache drin ist, die es dann eventuell auch ins komplette Spiel schafft. Ihr kennt es ja von den letzten Patchnotes, die es im CDE gab. Der Großteil davon, also wirklich irgendwie 90% oder so, hat es ja dann auch ins richtige Spiel geschafft. Dementsprechend können wir schon sehr zuverlässig sein, dass das so ungefähr ins Spiel kommt. Eine gute Nachricht für alle Leute, die gerne Domination spielen, denn dieser Modus bekommt jetzt statt 100 Tickets 200 Tickets. Das heißt, die Runden dauern deutlich länger. Auch wenn es um Operations geht, soll so einiges geändert bzw. gefixt werden, denn die wollen das mit dem Patch endlich hinbekommen, dass man wieder ganz normal einfach Operations spielen kann. Ihr habt es ja auch gestern im Video wieder gesehen. Momentan joint man, wenn man Operations sucht, einfach zum größten Teil auf leere Server und kann dementsprechend so nicht wirklich Operations spielen, außer man hat mal Glück und wird irgendwie auf den Vollen geworfen. Das soll endlich gefixt werden. Schade, dass sie es immer noch nicht irgendwie wollen, dass Operations in Serverbrowser kommt. Weiß ich auch nicht warum. Damit wäre wirklich jedes Problem behoben, aber naja, vielleicht kommt das ja dann auch noch irgendwann. Jetzt komme ich zu einer Sache, die sehr, sehr viele Leute freuen wird, vielleicht auch dem einen oder anderen, ja, nicht so gefallen wird, aber es geht um den Bayonet Charge. Der wird jetzt nämlich endlich, ich nenne es einfach mal gefixt, weil der Bayonet Charge ist so mit die verbuggteste Sache oder das verbuggteste Feature im ganzen Spiel. Da funktioniert so einiges nicht so ganz, wie es sein soll. Im Großen und Ganzen wird der Charge sehr stark abgeschwächt. Erstmal soll es so sein, dass man, wenn man im Charge ist, dass man sich nicht mehr so stark drehen kann und auch nicht so stark nach links und rechts draven kann. Also die Bewegung, während man charged, ist mega eingeschränkt. Man kann das Ding einfach nicht mehr so gut lenken. Dazu hören die Gegner, wenn man jetzt charged, die Schritte und die Sounds von dem Chargenden deutlich lauter, als ja, es bis jetzt der Fall war. Bis jetzt war es so, dass man meistens gar nichts gehört hat und einfach gecharged wurde. Mit dem Patch soll das Ganze deutlich lauter sein. Schritte plus die Schrei-Sounds. Und bis jetzt war es so, dass wenn man gecharged hat, einfach viel, viel weniger Schaden bekommen hat als normal. Und das wird jetzt auch rausgenommen. Wenn man charged, bekommt man jetzt nicht mehr weniger Schaden. Der eine oder andere mag jetzt sagen, ach, das macht doch eh keinen Unterschied. Das war doch alles gut, so wenn ich da mit meiner Automatiko stand, dann habe ich da einfach aufgehalten und der ist umgefallen. Ja, aber bei der Automatiko fällt sowieso alles um, egal wo man hinschießt. Es geht bei dieser Änderung eher um langsam schießende Waffen. Wie zum Beispiel diese 5-Schuss-Waffen oder den Selbstlader mit dem großen Magazin oder auch Zweitwaffen wie der Revolver. Damit war man halt einfach so gesehen am Arsch, weil man einfach nochmal einen Schuss mehr gebraucht hat und die Waffe das einfach in den meisten Fällen oder in vielen Fällen einfach nicht hergegeben hat. Weiter geht's mit den stationären Waffen, also Anti-Air-Geschütze, Fieldguns und alles, was so auf dem Boden rumsteht, wo man sich ranhängen kann. Die können ab jetzt nicht mehr zerstört werden. Klingt erstmal hart, aber anstatt dass sie jetzt zerstört werden können, kann man sie ausschalten, also kampfunfähig machen. Um sie dann wieder zu benutzen, muss man sie beispielsweise mit dem Versorger, mit dem Reparaturwerkzeug hochreparieren und dann kann man sich da wieder ranhängen. Jetzt geht es weiter mit den Panzern. Und zwar bekommt der ein oder andere da eine dicke Änderung, wie zum Beispiel das Tank Hunter Landship. Also das, was ich auch immer spiele, das, was wahrscheinlich auch die meisten spielen. Bei diesem Loadout bekommt der Fahrer eine Zweitwaffe, und zwar auf der Rückseite vom Panzer. Die Light Tank Variante, die bis jetzt ein LMG als
Hauptwaffe hatte, bekommt jetzt ein HMG als Hauptwaffe, also ein Heavy Machine Gun. Die Flammenwerfer-Variante vom A7V-Panzer, also dem dicken Panzer, wurde auch etwas abgeändert, denn da bekommt jetzt der Fahrer als Zweitwaffe statt diesen Shotgun-Shells, die man da schießt, einen weiteren Flammenwerfer. Also man hat jetzt vorne einen Flammenwerfer und links und rechts die Gunner haben auch nochmal einen Flammenwerfer. Außerdem wurde die generelle Panzerreparaturzeit von 8 auf 5 Sekunden verringert. So, das waren meiner Meinung nach die wichtigsten Sachen, die man auf jeden Fall wissen sollte. Ihr könnt euch gerne die kompletten Patchnotes nochmal durchlesen. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Falls ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Ein Like, ballert den Like-Button, Freunde. Vielen Dank für den heftigen Support. Dickes Danke geht raus an euch. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.